Hi Leute, was geht? So, also es gab schon bei meinem Ruineninsel-Ding, wo wir am Anfang in Teil 1 vom Event die Kratzer haben, schon sehr viele Leute, die sich fragen, wie man das Rätsel löst. Und ich bin jetzt 20 Minuten über diese Insel gelaufen und ich hab's raus. De facto, das Erste, was auffällt, wenn ihr auf diese Insel kommt, ihr habt fünf Berge mit fünf Pools. Und ihr habt hier unten Säulen. Ich habe mir die Pools natürlich schon mal angeguckt. Diese Pools haben immer nur drei Wasserstufen. Und hier unten gibt es Kratzer an diesen Säulen. So, was sagen euch jetzt diese Kratzer an den Säulen? Diese Kratzer sind die Reihenfolge. Mitte zuerst, dann der links daneben, dann der rechts hinten, dann der links hinten und dann hier der rechts neben der Mitte. Das ist die Reihenfolge, wie ihr die am Ende betätigen müsst. Und ich mache dieses Video jetzt einfach komplett freischnauze, weil ich denke, ich liege damit richtig. Ja, ich teste das nicht nochmal. Und dann portet ihr euch wieder hoch, wenn ihr das gecheckt habt, dass das die Reihenfolge ist. Ihr könnt euch auch einen Screenshot da hinlegen. Ihr könnt es euch von mir aus aufschreiben, wie auch immer. Und ich gehe in die falsche Richtung, glaube ich. Hier gibt es das Tor. Hier, ihr seht das Tor. Ich will das im Gleiten machen. Das Tor. Und dann geht hier so ein Weg, ja. Und der eine Weg hier geht nach links an den Berg ran. Und genau hier vorne ist ein Höhleneingang, ja? Und vor diesem Höhleneingang steht ein Ping-Pong-Spiel, ja? Hier steht eine Kiste, da ist eine Wand und ihr müsst Ping-Pong spielen, ja? Ihr müsst dreimal den Ball zurückschleudern mit eurem Hilfsmittel, was ihr geschenkt bekommen habt. Hier diesem Windsägen-Hapastum. Und dann ist diese Wand kaputt. Dann kommt ihr hier in dieses Ding rein, habt einen kurzen Kampf. Und siehe da, wir haben fünf Zeichnungen von Wasserständen. Und das ist der zweite Clou zu eurem Rätsel. Diese Höhle hier, die ist genau hier unter der Insel. Ihr kommt hier vorne rein. Da ist der Eingang. Da ist der Eingang. Der zeigt euch, wie ihr die Wasserstände zu machen habt. Und der zeigt euch die Reihenfolge, in der ihr die betätigen müsst, ja? Das sind Eingang für Wasserstände und das ist Reihenfolge. So, jetzt gucken wir uns das mal an. Die Mitte muss ganz unten sein. Das ist ein Zweier, das ist ein Einser, ein Dreier, ein Zweier. Ja, dann gehen wir das doch mal einstellen. Wir fangen einfach mal in der Mitte an. Easy peasy. Und ich habe in der Mitte wahrscheinlich schon einen Einser. Ich habe am Anfang in Event Part 1 rumexperimentiert, ist ein Einser Wasserstand. So. Bei der zweiten Insel müsst ihr jetzt eine Sache beachten. Bei der zweiten Insel war kein Wasser von Anfang an drin. Ich habe aber das Wasser jetzt schon eingefüllt. Jetzt werden sich Leute von euch fragen, wie hast du das Wasser eingefüllt? Hier stand so ein Ding zum Kaputthauen, so ein Wasserteil und dann hat sich da Wasser eingefüllt. Und das steht tatsächlich auf 2 und es muss auf 3. Dann gleiten wir mal weiter rüber. Da ist ein Windcurrent, der könnte uns helfen. Wir versuchen mal in den Rhein zu kommen. Danke. So. Hier oben war es, glaube ich, eine 2 und ich habe den bei meinen Experimenten schon auf 2 gelassen. Dann geht's zurück auf die Hauptinsel zum Teleporter und wir gehen nach rechts. Also, 1 hier, 3 da, 2 da. Dann haben wir diese schöne Insel jetzt auf unserer Abschussliste. Keine Ahnung, wo der Windcurrent ist. Kann ich den hier nehmen? Bringt er mich hoch? Ich hoffe, der bringt mich jetzt hoch genug, dass ich links und rechts hin kann. Und ich erwische den auch. Ja, ich habe den erwischt. Wunderbar. Das scheint das nächste Becken zu sein und dieses Becken ist voll. Randvoll. Was ist die Lösung des Problems? Ja, wir lassen das Wasser ab. Bob. Bob. So, und dann lassen wir uns weiter hochporten. Und ich schätze mal,
Hatte der Pool hier was? Ah! Ah, da ist das die Lösung vom Ding. Da ist der Pool. So, hier müsst ihr oben die Mauer kaputt machen, damit das Wasser reinfließt. Wasserfalleffekt. Cool, wir haben einen Wasserfall ausgelöst. Mitten im Video. So, jetzt hat er auch einen Ton gemacht. Jetzt kommt er einmal runter. Und noch ein zweites Mal bitte runter. So, jetzt ist der auf 1. Jetzt gehe ich nochmal kurz da gucken, ob ich den auch wirklich auf 2 gesetzt habe, weil ich jetzt ein bisschen hektisch agiert habe. Wir wollen ja keine Fehler hier kurz vorm Abschluss haben. Weil ich würde das gerne beim ersten Versuch acen, meine Freunde. Und da ist nämlich da, warte mal. Da muss auf 2 nochmal hoch. Da habe ich einen Fehler gemacht, siehst du? Also, die Insel da muss 1 sein und die hier 2. Und hier war ich wahrscheinlich zu lange auf dem Runterding drauf. Das habe ich mir nämlich gerade gedacht. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, dass ihr das nicht falsch macht. Und dann porten wir uns zurück auf die Mittelinsel. So. Und jetzt bin ich sehr gespannt, was da rauskommt. Weil wir haben ja jetzt auch unsere Reihenfolge. 1. 2. 3. 4. 5. Bam, Baby! Easy. Und so habe ich das Ding mit den 5 Teichen Insta gelöst. Cool, gefällt mir. Und als Belohnung gibt es 2 wertvolle Truhen und eine luxuriöse Truhe. Und an der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr mehr Videos zu Genshin Impact sehen wollt, dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Und ich denke, ihr kriegt das Rätsel jetzt damit easy gelöst. Ich denke, ich habe euch alles gegeben, was ihr braucht. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal.